Dieses Video wird unterstützt vom Minister der Kultur. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlift. Es lief aktuell im Kino, was man irgendwie schon lange nicht mehr hat. Denn so ein richtiger Biker-Film. Mit den Bike Riders. Ja, wie mir der Film da so gefallen hat, das erzählen sich nur an dieser Episode. The Bike Riders ist eigentlich super schnell erzählt, weil es geht halt einfach den Johnny, den Chef von der Gang aus oder von dem Motorradsclub an, ja, den Motorradsclub dann lädt. Genau, den Club wird gegründet und dann gucken wir mal, wo Tresors hinfährt. Der ganze Film beruht dann auf einer realen Geschichte. Es geht nämlich darum, dass ein Fotograf den hat, die die den Motorradsclub während seinem Studium begleitet und hat dann Dono ein Buch darüber geschrieben, über seine Erfahrungen von dem Motorradsclub. Und ja, du hast die Geschichte eigentlich erzählt. Wir erleben quasi den Abbau an, ja, sollen den Abstieg oder den Fall von dem Motorradsclub erleben wir dann, dem nur wegwegen, es ist auf einer Perspektive nicht da will gesehen, das können wir dann alles matt erleben. Für und allem sticht hier an dem Film ganz, ganz groß, meiner Meinung nach, nur den Cast raus. Den Tom Hardy als den Johnny, als den Chef vom Motorradsclub, den Austin Butler, den einen ziemlich, ja, kahlen Charakter spielt, und Jodie Comer wird absolut grandios an seiner Rolle. Kein Zweifel drin, sticht für mich hier matt am meisten raus. Das ist wirklich, das denkt mich auch so die Hauptrolle am Film. Alle Gute sind sie eigentlich wirklich auf den Punkt. Denn Tom Hardy, der hat mich richtig gefreut, dass er den endlich an einem Film gesagt, den nicht Venom ist. So. Also endlich muss man Tom Hardy von seiner richtig guter Perspektive an den Austin Butler, der gesehen ist an der Lash sowieso immer immens gern. Gut, fair enough, er ist relativ, ja, weil ich so wortkarg, also ein ist halt richtig taffen Tipp an, ist viel umgrommeln. Nee, das bringt eine coole River hin, also so ein bisschen den aktuellen James Dean, wenn ihr so will, so, den einfach da im Eck steht und einfach cool aus der Wäsche guckt und ein gut Bild möchte. Also so wirkt den hier in dem Film. Das also aber fand ich ziemlich passend gelungen. So, lo, also aber danach zu so, für alle Leute, die es Sons of Anarchy werden, das ist lo hier nicht so der Fall. Also der Trailer symbolisiert doch ein bisschen einen anderen Film wie den tatsächlich ist. Irgendwie wirkt der Film nur bausen hin am Trailermaterial wie ein richtig tough Film. Richtig tough Männer, die eben an dem Motorradsclub da eben das machen, weil den dann eben so möchte an seinem Motorradsclub. Und in Realität ist der Film aber ziemlich romantisch, wenn ihn das so sagen kann. Und so ist eben auch die ganze Personagen an dem Film, das spiegelt sich ziemlich gut mit dem Film drin. Also bausen so ein hart schul, aber ein ziemlich müller Kerl. Und das merkt ihr ganz krass, weil du stichst den Film am besten raus, wenn die viele verschiedene Charaktere man den interagieren, wenn die man nicht schwätzen. Aber wenn sie einen Dialog gehen, und du, ob einmal Männer über Sachen diskutieren, über Ziele am Leben diskutieren, und über den Club selber diskutieren, wo Dres nach hier geht, auf was für Erwartungen sie haben, auf was für Selbstzweifel die Leute daneben noch haben. Und da ist der Film, sticht den wirklich mega gut raus. Für allem, eben wie ich wiederhole mich daran, der Cast ist einfach fantastisch und da haben wir nicht nehmen die drei an der Hauptrolle. Nee, wir haben noch einen Michael Shannon als Zipko und den mal lorisch auf IMDb hier aufgefallen ist, als den Norman Reedus, den auch mal spielt. Also den haben sie so veranstaltet, schon wirklich, also lo, wo ich weiß und natürlich ist es dann, aber wirklich auf der Leinwand tun ich während den 2 Stunden, wo der Film gelaufen ist, tatsächlich nicht drin erkannt. Und auch hier wird eine fantastische Szene an dem Film. Und insgesamt hört jeder ein so seine Glanzmomente an, seine Momente, wo er wirklich gute Szenen gesagt hat, also wo gut raussticht. Und da punkt der Film mit allen Mitteln. Natürlich schon mal auch so Biker-Szenen dran, wo sie dann durch die Gegend fahren und Klappereien sind auch dran, aber die sind echt rar gesehen, aber gut platziert. Das sieht allerdings gesagt, die sind wirklich gut platziert. Für mich funktioniert der Film während den 2 Stunden einfach wirklich super. Das greift alles fantastisch an den Nähen und so gut, das muss ich da so, hatte ich am Anfang, und ich fand, dass der Film ein bisschen seine Längen hat,
Aber das passt eigentlich auch ziemlich gut zum Thema, weil am Anfang hast du den Film, guckt den sich dann eben den Motorradclub da an, wie die Leute dann eben dort zusammen fahren und Kurse machen und ja, dann haben sie ein Clubhaus und dann trinken sie zusammen und dann feiern sie zusammen und dann fahren sie, cruisen sie ein bisschen durch die Gegend und dann ist es gut. Und das ist dann denken die sich so, okay, wir werden gucken, ich da gerade hier, also irgendwie ist dann aber alles nicht so spannend. Aber nur hält das ganz so Fahrt ab, weil mit dem Wissen von dem Club geht das alles viel mehr schlimm irgendwann. Und so passt das auch, dass sich das am Anfang ein bisschen, ich will nicht so langweilig aufhält, aber schon so ein bisschen, es zieht sich so ein bisschen und dann irgendwann hält das ganz komplett Fahrt ab. Und da bleibt eigentlich nicht weiter zu sagen, dass Jeff Nichols das wirklich mega gut aus Szenen gesagt hat. Ein Cast zusammen gesichtet hat, den das mega, dass die mega gut zusammen funktioniert, den also alles kommt aufkäft, dass sie an dem Club sehen und dass sie für den Club bluten gingen. Und du hast das einfach nicht mehr mit der Kamerastellung so flott aus Szenen gesagt. Er geht so richtig gut Feeling River, so richtig gut Freiheitsfeeling River, weil so Club dann eben oder weil so Film dann eben demonstrieren soll. Und den ist für mich aktuell, wenn ich so zurückblicke, was das Jahr alles gelaufen ist, ist eh von den besten Filmen, die ich das Jahr mal gesehen habe. Und stich du auch wirklich grandios raus. Das schießt schon, dass der Film lohnt, so viel, also so extrem viel Vorstellungen hier am Land tut. Also wo ich noch gucke, war wirklich. Es war ein, also im Ball war eine Vierstellung am Dach. Und ja, okay. Bisschen traurig. Also, wenn ich bedenke, wo ich da war, als Inside Out gelaufen, Inside Out war dann Saal wirklich, als zwei Saal waren bald struppevoll. Ich gönne dem Film da doch, den habe ich auch gut gesehen in einer Menge Lester Review. Aber zu The Bike Riders, den war dann eine Vierstellung um 4,5. War auch verhältnismäßig gut besichtigt, hat mich tatsächlich glücklich gemacht hat. Mir hat sehr wichtig gesagt, guckt ihr den Film unbedingt und ein Ass wirklich gut. Auch schon allein nicht mehr mit dem Cast an der Beziehung zwischen dem Charakter von Jodie Comer und von Austin Butler, die so speziell ist und so quasi gegensätzlich ist, das braucht Fremdenschwätze schon, oder schon mal klischeehaft dann eigentlich ist, das braucht Fremdenschwätze schon den Bad Boy verlebt und denkt, das könnte den nach drehen, ist einfach nicht mehr super. Also irgendwie die ganzen Thematiken funktionieren für mich wie so groß der Gans und die ganze Thematik vom Film zu zoomen. Und mischt einfach nicht mehr Spaß zu gucken. Und das sagen, 2 Stunden absolut nicht so lang. Aber fand ich auch zeitlich genau auf den Punkt getroffen, genau richtig Spaß mischt. Und du weiter, gäng ich da so an, kommen wir zum Schluss. Erzählt mal gerne in den Kommentaren, wenn dir der Film gesehen wird, wie ihn euch gefallen wird, was er ein Lieblings-Biker-Film ist. Ja, wenn man so selbst geht, es lohnt nicht mehr so oft. Aber wenn ihr da etwas aufhört, könnt ihr mir da gerne in den Kommentaren suchen. Wenn ich da nicht kenne, dann kann ich auch gerne denken, also wenn da so ein Film hat, den ich vielleicht noch nicht kenne, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Und dann kann ich das auch in seiner Film-Episode behandeln. Und dann ging ich so und da war doch schon. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß am Kino mit The Bike Riders. Ciao!